Oh, Titan. Das ist auch nett. Und unterm Titan ist noch mehr Turmalin. Warum nicht? Ja, es klappt ganz gut mit dem Vorankommen hier. Von hier aus können wir uns hier rüber buddeln. Das habe ich sehr toll kalkuliert. Drei Punkte für Scharfschützenausbildung. Und wieder ein neuer Raum. Oh! Das ist ein schöner Spinnenraum. Das ist wirklich ein Fall für unsere Armee. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Genau, macht alles kaputt. Damit ihr da eine Leiter aufstellen könnt. Beziehungsweise ich eine Leiter da aufstellen kann. Und noch eine Tafel anditschen. Listen. Da ist noch eine Tafel. Lass uns sehen, was auf ihr geschrieben steht. Da der Weg nach Süden abgeschnitten wurde, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Berg zu einer Festung auszubauen. Den Thronsaal errichteten wir am tiefsten Ort, den wir erreichen konnten. Wir werden für jeden Clan hier einen Clansführer bestimmen und so viele mächtige Artefakte wie möglich erschaffen. Wenn wir bereit sind, werden wir die Magier dann zusammen mit König Vater und dem Rest der Zwerge zwischen unsere Streitkräfte zwingen und sie zwischen Hammer und Amboss zermalmen. Ich hoffe nur, dass wir schnell genug arbeiten. Ja. So, euch beide schicke ich mal per Eilpost wieder hier hoch. Dann überlege ich mal, wie machen wir jetzt weiter. Da waren wir jetzt. Jetzt will ich als nächstes noch hier runter und dann bin ich auf der Seite eigentlich fertig. Gold habe ich ja mittlerweile genug. So. Wobei, ich mach's lieber so und nicht so. So. Oder noch besser, ich mach's so. Eigentlich müsste diese Grabungsstelle zu erreichen sein. Ist sie auch. Da kommt ein Zwerg, der fast schon wieder Hunger hat. Ja. Wären das nicht die letzten beiden Räume in die Richtung, würde ich schon fast irgendwo einen Außenposten errichten. Och, da oben gibt es ja noch einen Raum. Buddel mal einer den Raum noch aus, den ich da fast schon übersehen hatte. Der ist auch ziemlich nah an unserer Basis.
Gott, ist hier viel Platin und viel. Hier sind ziemlich viele Ressourcen, die ich gar nicht brauche. Ich brauche Obsidian. Puh. Obsidian geht vom Preis eigentlich. Und kann ich super gut wieder reinholen. Oh, die Ding. Hallo, Goblin. Ja, du kannst mir ruhig nach Hause folgen. Meine kleine Armee, die hat nichts dagegen, dir eins auf die Rübe zu geben. Wo steckst du? Da steckst du. Hier ist ein bisschen Stein, ein bisschen Drachenblut. Eisen, Marmor, alles, was das Herz begehrt. Weg mit der Leiter, dass wir da noch einen Holzklotz setzen können. Wenn der gesetzt ist, kommt da einer drauf. So, und dann noch hier einer. Und dann ist das auch erstmal erledigt. Dann werden mal die Trainingsfiguren verschoben. Ups. Die wollte ich nicht verschieben. Ich wollte das auswählen. Und was haben wir hier unten entdeckt? Ein Goblin mit Mauerstein. Und ja, wir haben schon ziemlich viel Gold wieder reingeholt. Oh, das ist nicht so gut. Das war jetzt dumm. Von mir. Da hoch mit dir. Ja, kannst dich ruhig hochporten. Das macht mir gar nichts aus. So, ich baue hier mal ein bisschen zu. Schnapp mir mal wieder meine Militärs. Und räucher den Goblin aus. So, 50 Feinde erledigt. Fehlt nur noch eine Tafel und dann geht's weiter nach unten. Wichtig für mich ist allerdings, dass sie hier Mauerstein hatten. Und noch mehr Turmalin. Und nebenbei Turmalin, was machen meine Fächer? Ja gut, wenn beide 18 erreicht haben. Dann, wenn alle drei 20 erreicht haben, mache ich den dann noch besser und ja. Ach, nebenbei. Wo baue ich die jetzt am besten hin?
Einen baue ich hier hin. Einen hier hin. Und... zier dich nicht so. Einen dahin. So. Falsches Ding. Dann wirst du als erstes platziert. Einmal. Zweimal. Und Nummer 3. So. Jetzt dürften die sehr schnell forschen können. Oh, du stehst hier nicht ganz richtig. Gut. Falsch, ich wollte die Mauer. So. Jawohl. Und hier könnte ich theoretisch noch Fallen aufstellen, aber what for? Also für wett. So. Ich brauche noch zweimal Obsidian. Und dann kann ich meine Fernkämpfer zu Grenadieren verbessern. Why can't we get any? Warum hängen die mal wieder da fest? Und das war nämlich nichts in der Sache, dass meine... Elite einfach mal da festhängt. Das darf doch nicht wahr sein, dass ich schon wieder diesen Bug habe. Ja, der eine spackt hier ein bisschen rum. Ja, die spacken wieder ein bisschen. Naja. Sagen sie gut kämpfen können. Oh, du hängst jetzt hinterher. Gut. Das heißt, du wirst jetzt auch zu einem guten Forscher. Zugriff auf bessere Pflanzen. Ich gucke jetzt einfach mal nochmal, was für bessere Pflanzen wir jetzt anbauen können. Also Apfelbaum war vorher schon da. Nussbaum. Nussbaum bringt so viel wie ein Maisfeld. Ist billig, kostet aber Gold. Okay. Kirschbaum bringt sehr viel Zufriedenheit und bringt so viel wie ein Maisfeld. Das ist gut, um Zufriedenheit zu steigern. Blaubeerbeete. Die sind cool. Kosten Holz und Stein, von dem wir ja genug haben. Und bringt Zufriedenheit. Und zwar, glaube ich, mehr als ein Kürbis, oder? Kürbis bringt gar keine Zufriedenheit. Blaubeeren bringen Zufriedenheit. Also bauen wir Blaubeeren.